Herzlich willkommen an diesem Freitag zum... Ich hätte eigentlich schon mal die Kreuzwegfeste betreten können. In der Kreuzwegfeste, die hier etwas akkurater aussieht, als sie in Wirklichkeit sein wird. Ja, also... Wobei, so schlecht sieht der Thronsaal zumindest gar nicht aus. Und dann kommen... Kesselwir steht natürlich darum. Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Hauptmann. Ihr seid mit dieser Feste reich belohnt worden. Lange habe ich darauf gewartet, meine Klinge einem würdigen Meister zu bieten. Mein Warten hat ein Ende. Aha. Ich bin nicht so würdig, wie ihr denkt. Ihr seid zu bescheiden. Wir sind das Schiff. Und ihr seid der Wind, der uns vorantreibt. Es gibt noch viel zu tun. Die Feste aufzubauen, kann Meister Wiedel übernehmen. Aber die Graumäntel auszubilden, ihre Befestigungen zu verteidigen, ist äußerst wichtig. Eine Handvoll Männer kann mit den richtigen Lehrern leicht ausgebildet werden. Aber Sir Neval hat schon bald 50 Männer versprochen. Und wenn die Feste wächst, wächst auch euer Gefolge. Wir müssen also mit den Grundlagen beginnen und aus diesen Bauern und Hirten Soldaten formen. Ja, vielleicht beginnen wir mal damit, dass du mich nicht die ganze Zeit so anschreist. Sonst noch was? Wie früher werde ich eure Befehle ausführen, wenn ihr weg seid. Sind die Männer erst einmal ausgebildet? Was wie früher? Kennen wir uns? Wenn wir hier über mehr Männer verfügen, kann ich mehr Sergeanten ausbilden, um die Männer zu führen und ihnen Aufgaben zu übertragen. Aber nur, wenn ihr Leute findet. Die Entscheidungen, die ihr hier trefft, wirken sich deutlich auf die Graumäntel und eure Leute aus. Nach einer Weile wird Lord Nashor gewiss direkte Befehle für eure Männer haben. Bis dahin müsst ihr sie befehligen. Es ist erfrischend, wie du mit mir sprichst. Wirklich sehr erfrischend. Hier ist noch nicht so viel los. Hier ist hier schon abgesperrt. Nee, Unkus. Hallo Unkus. Unkus ist eine etwas zwielichtige Gestalt, wie wir gleich sehen werden. Hä? Wieso ist diese Mauer so komisch? Hier ist noch eine Tür. Ja, reden wir erstmal mit den hier Wolfshandlanger. Das ist ein Graumantel. Ja. Seid gegrüßt, Hauptmann. Ja. Dann sprechen wir halt nochmal mit dem Schreihals hier. Wie kann ich euch dienen, Hauptmann? Schrei doch nicht so. Berichtet mir über die Kreuzwegfeste, das hat noch nicht so viel. Ich möchte die Männer organisieren. Wir sprechen über den Zehnt, also können wir hier so organisatorischen Kram machen, aber noch haben wir nicht genug angeleiert, damit sie sich wirklich... Wie laufen denn die Dinge, Es gibt viel zu tun. Die Wälle der Feste taugen nichts. Sprecht mit Meister Wiedel, wenn die Feste mal mehr als ein Haufen Schutt sein soll. Hab ich schon. Ihr habt eine stattliche Zahl teurer treuer Gefolgsleute. Teuer sind sie auch noch. Doch es gibt sicher noch mehr, die euch gerne dienen. Außer Soldaten gibt es hier wenige Besucher oder Bewohner. Wenn die Graumäntel und unsere Straßen und Länder nicht patrouillieren, werden wir vielleicht wohlhabender. Achso, wenn die das erstmal machen. Gut, ich möchte erstmal die Männer organisieren. Wir haben mehrere Männerhauptmann und es gibt vieles, was wir mit ihnen tun können. Wir können sie alle in einer Reihe aufstellen und auf den Kopf stellen. So als Deko. In dieser Ecke sähe das sehr lustig aus. 50 Männer auf dem Kopf. Die Männer können verschiedene Aufgaben erledigen. Ausbildung und Garnisonsdienst, Patrouillen auf den Straßen und Ländereien, um die Feste neue Graumäntel rekrutieren. Und im Moment sind die Männer zum Ausbildung und Garnisonsdienst eingeteilt. Okay. Gelegentlich gibt es vielleicht Sonderaufträge zu erledigen. Sprecht am besten immer kurz mit mir, wenn ihr in der Feste seid, mal zufällig. Wollt ihr den Graumänteln eine neue Aufgabe zuweisen? Lasst die Männer mal das Umland und die Straßen patrouillieren. Achso, die Männer sollten sich besser auf eine Aufgabe konzentrieren. Aber gut, ich teile sie für beides ein. Was? Ich möchte die Männer organisieren. Die Straßen sollen patrouilliert werden. Am Morgen werden die Straßen patrouilliert. Patrouillen ausgesendet. Okay. Wie kann ich euch dienen? Noch gar nichts. Erzählt mir von euch. Nö, keine Lust. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Hey, Kesselwir. Alles klar bei dir? Wie findest du die Burg? Ist es nicht zu zugig? Wollt ihr etwas von mir? Nein, nicht das, was ihr wollt, aber... Was ist euer Belang mit Niewinter? Ich habe sie von meiner Absicht zu gehen nicht informiert. Also bin ich nicht... Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Ich habe meinen Orden verraten. Und Niewinter. Ich hatte Zweifel an meinem Dienst für Nashor. Für die Stadt selbst. Aber warum seid ihr gegangen? Es war eine impulsive Entscheidung. Das hatten wir schon mal, oder? Falsch.
In Niewinter gab es keinen Platz mehr für mich. Und je weiter ich mich von Niewinters Mauern entfernte, desto klarer wurde mir das Leid. Gut, ja, haben wir schon. Tut mir leid, ich wollte dich hier nicht wieder an dein Leid erinnern. So, was haben wir denn hier? Hier war die Tür ist für... Huch! Ja, wer ist denn da? Hey, Given! Du siehst irgendwie verletzt aus. Das können wir aber beseitigen. Das haben wir gleich. Kritische Wunden heilen. Ha, guck mal, jetzt geht's dir doch schon besser, oder? Schickes Zimmer hast du bekommen. Na? Hattest du schon immer graue Haare? Und warst du schon immer so bleich? Ich bin im Lauf meines Lebens viel gereist, genau wie ihr. Ihr habt den alten Given oft gefunden. Ich werde mich hier ein wenig erholen, meine Gedanken aufzeichnen, einige Karten zeichnen und das Leben eine Weile genießen. Aber nur eine Weile. Die Straße ruft den alten Given. Ja, das tut sie. Ich freue mich, euch hier in der Feste zu haben. Ich mag die Feste nicht besonders, muss ich sagen, aber mir missfallen alle gemauerten Orte. Given hat seine Gründe, warum er hier ist. Bevor diese alten Knochen ihre letzte Ruhe finden, müssen meine Geheimnisse an jemanden weitergereicht werden, der genauso viel gereist ist wie ich. Wenn ihr also ein Entdecker seid, teilt der alte Given sein Wissen mit euch. Gibt die Wahrheit, Weisheit der Straße weiter. Okay, könnt ihr mich eure Geheimnisse lehren? In diesem weiten Land findet sich vieles, was man sich kaum vorstellen kann. Geheime Ecken und Winkel. Riskiert ruhig einen Blick und erforscht das Land wie der alte Given. Dann können wir Erfahrungen austauschen. Okay. Erzählt mir von euren Karten. Zwei Aufgaben bleiben Given noch. Eine Karte der Länder zu zeichnen, die ich bereist habe, und einen würdigen Nachfolger zu finden. Die Karten, an denen ich arbeite, zeigen Niewinter seinen Wald und den Sumpf. Bis hoch in den Norden nach Lasken. Ich weiß nicht, ob sie euch etwas nützen, aber Given möchte ein Vermächtnis hinterlassen. Okay. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum hier so die Ecke so hell war. Hier ist auch verschlossen. Da könnte es eventuell dann noch weitergehen. Dann geht es noch nach da unten in den Keller. Da finden wir, glaube ich, Grobner, soweit ich das noch weiß. Hier können wir mal schnell Zaubermenü ausschalten. Unkus. Hallo, Unkus. Hübsch habt ihr es hier. Noch ein wenig baufällig, aber trotzdem hübsch. Da, wo ich wohne, ist es immer baufällig und nicht hübsch. Ich bin Unkus. Ihr seid beschäftigt, also mache ich es kurz. Ich habe einen Vorschlag für euch. Ich möchte einige meiner Geschäfte hier abwickeln. Ich beantworte keine Fragen und wenn ihr neugierig werdet, packe ich meine Sachen und verabschiede mich. Im Gegenzug besorge ich euch Käufer für alles, was ihr zu verkaufen wünscht. Absolut alles. Betrachtet mich einfach als kompromisslosen Händler, einverstanden? Könnt ihr diskret sein? Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wüsste, dass ich keinen Ärger bekomme. Solange ich nicht der Dorftrottel bin, erwarte ich, dass ihr mir eure Hunde vom Leib haltet. Okay. Einverstanden. Dann ist es abgemacht. Für die Nutzung eurer Feste und für eure Kooperation bezahle ich einen guten Preis. Ich kaufe alles, was ihr bekommt. Und ich handle mit Informationen. Manche bekommt ihr auch kostenlos. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Okay, was hast du denn so? Umschlingender Schuppengürtel. Okay, was ist denn das? Immunität gegen Gift. Joa. Nö. Toll, ganz viel Dolchen. Kann ich ja höchstens werfen. Goldhalskette. Hat tolle Waren und ganz viel Alchemistenfeuer. Was haben wir uns denn da angelacht? Wir können ihn vielleicht auch nachher wieder rausschicken. So, mir war so, als könnte man hier irgendwo auf Eldern und treffen. Das Quora. Quora. Na, Quora, Quora. Großartig. Was stimmt jetzt wieder nicht? Wieso bist du hier? Vergesst es. Ich will gar nicht mit dir sprechen. Das ist... Gut, dann gehen wir noch mal kurz in den Keller. Und danach... gehen wir ein bisschen auf Gefolgsleute-Suche. Huch, wieso ist hier ein Tisch mit Karten?
Ach so, der wird noch hergerichtet, dieser Raum. Alles klar. Müssen wir aber gerade nicht hin. So. Oh, ein Konstrukt. Das dürfte dann wohl... Hallo, Konstrukt. Das Konstrukt antwortet nicht. Ihr solltet mit Grobner über das Konstrukt reden. Er hat die meiste Zeit damit verbracht. Wie? Du hast viel Zeit mit einem Konstrukt verbracht? Grobner. Da war noch was. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Es gibt da dieses Buch von Ilkazar. Wenn ich mich recht erinnere, enthält es einige faszinierende Kapitel über den Golembau. Ja, ich glaube, das hat Casimir in seiner Tasche. Und? Tja, wenn wir ihn in die Finger kriegen, könnte er uns vielleicht helfen, das Konstrukt zu verbessern. Immerhin läuft er herum und ist putzmunter für einen Golem. Aber ich weiß nicht viel über Golems. Vielleicht steht in dem Buch etwas, das ihm helfen könnte, wovon ich nichts weiß. Klingt gut. Wenn ihr ihn nicht wieder restaurieren könntet, wäre das bestimmt sehr nützlich. Meine Rede! Wunderbar, dass ihr mir zustimmt. Ich dachte schon, ich hätte wieder einmal eine schlechte Idee gehabt. Du hast doch nie schlechte Ideen. Ich habe noch mehr Fragen an euch. Natürlich. Fragt. Ich bin bereit zu antworten. Oh ja. Lebt wohl. Haben wir das Buch nicht mehr? Sag bloß, das haben wir irgendwie verkauft oder so. Das wäre sehr ungünstig. Gepäck. Also wir haben das sicher nicht. Hätten wir das Buch überhaupt verkaufen können? Ja. Hier ist es schon mal nicht. Die hat es erst recht nicht. Grundlagen des Selbstschutzes. Ja, nett. Ich glaube, Casimir hat es. Oh, hey! Kistrell, was machst du denn hier? Das ist ja cool. Na, alte Socke? Kistrell ist sehr aufgeregt, als sie euch sieht. Warum bist du hier? Du bist beim letzten Mal recht überstürzt aufgebrochen. Kistrell malt eine grobe Zeichnung von ihm und euch. Zwischen den beiden Bildern ist eine große Lücke. Es scheint, als wäre Kistrell euch lange gefolgt. Du hättest keinen Abstand halten müssen. Ich hätte mich über deine Gesellschaft sehr gefreut. Kistrell zeigt mit seinen Mandipeln auf den Raum und starrt euch erwartungsvoll an. Ihr könnt euch des Eindrucks nicht erwehren, dass es... er euch bittet, bleiben zu dürfen. Ich dachte immer, es wäre eine Sie, weil die Spinne. Offensichtlich ist das eine männliche Spinne. Du kannst gerne bleiben. Für unsere Freunde gibt es immer genug Platz. Kistrell klappert aufgeregt mit seinen Mandibeln. So, kann man mit dir reden? Oh, yeah. Ich werde mandipelt. Das ist ja toll. Untersuchen? Eine große blaue Spinne. Aus jedem der vielen Augen funkelt Intelligenz. Wahrscheinlich ist sie intelligenter als wir. Gut. Ja. Also. Ach so, hier haben wir unsere ganzen Werkbänke, die wir nie benutzen. Ein Trankregal. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, das haben wir schon gelootet. Ach nö. Nehmen wir mal alles mit. Wir looten uns einmal selbst. Und das Buch haben wir, glaube ich, wirklich bei Casimir. Karna hat nichts für uns, denke ich mal. Da gucken wir nochmal nach draußen. Und werden dann, irgendwo hingehen. Ach, das ist schon wieder da. Sehr gut. Der Bau ist abgeschlossen, Hauptmann. Während ihr drin wart, haben wir die ganze Straße ausgebaut. Ich bin bereit für neue Aufgaben. Was sollen wir tun? Ich möchte wieder etwas aufbauen. Mein Lieblingsthema. So viel zu bauen. So viel Arbeit. Umliegendes Gelände. Ich möchte gerne, dass der Pfad gepflastert wird. Haben wir dafür überhaupt genug Geld? Ja, ich denke. Das ist sehr weise, Herr Hauptmann. So können einige der großen Händlerzüge uns besuchen. So viel zu tun. So viel zu tun. Auf Wiedersehen. Wie war das jetzt? Da ist Eleni. Ja, ich denke, wir werden hier einfach mal zur Weltkarte gehen können.
und uns ein bisschen nach Gefolge umgucken, bevor wir dann weiter mit der Quest, also mit der Hauptquest machen. Und dieses, das Buch, haben wir das nicht schon? Da ist ein Bauer schon unterwegs, das ist ja schön. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Handlungsstränge nicht angestoßen. Deswegen gibt es bestimmte Leute, die ich erwartet habe, die aber noch nicht dort sind, wo sie sein könnten. Der Sternenhimmel ist wieder umwerfend, muss ich ja sagen. Die Allee ist eigentlich auch ganz nett. Ach, da ist wieder Wolfs Handlanger. Wir müssen gar nicht so viel rumlaufen, wie wir das jetzt gerade tun. Das war das letzte Mal versprochen. Und wir nehmen jetzt anstatt Sand noch Kesselwir mit, damit wir nachher mal nach dem Buch gucken können. Und gehen jetzt einmal... Was ist denn das? Ach, das sind die Ruinen von Arfan. Da wollen wir aber noch nicht hin. Nach Ember. In den Dämmerwald. Ins Händlerviertel. Ist da noch Hochfels? Ist das Hochfels? Nee, Fort Lock. Hier ist Hochfels. In Hochfels gab es ja zum Beispiel den Rüstungsschmied. Den könnten wir einstellen. Beim Zwergenkundschafter gab es ja auch... Ne, das sind die Zwergenkundschafter, da gibt es nichts. Am alten Eulenbrunnen haben wir noch Cathriona. Die können wir ja gleich mal ansprechen. Weil wir sind ja zufällig jetzt ein Adliger aus Niewinter, der zufälligerweise ein neues Schloss zu besetzen hat. Und diese zufälligen Eventualitäten haben wir ja vor 30 Folgen einmal angesprochen bekommen. Deswegen, bevor wir das vergessen... Schattenliebe von Amn... Ja, bevor wir das vergessen, machen wir das gleich. Und danach würde ich euch schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Aber noch sind wir noch nicht so weit. Hier wird gebaut. Und der Graumantel Sergeant ist unterwegs. Aber ich glaube hier... Doch, Callum steht hier noch rum. Mal gucken, ob er was Neues sagt. Da bin ich sehr gespannt. Und Pentin haben wir, den Halborg. Ach ja, die Händlerin, aber... ja. Ach, mal gucken. In der Tafel haben wir noch genug Leute. Ihr dürft euch wieder frei bewegen, wie ich sehe. Hervorragend. Ich wusste, dass ihr unschuldig seid. Die laskanischen Hunde tun alles, um Niewinter in Schwierigkeiten zu bringen. Ich war zuversichtlich, dass ihr die Sache würdet bereinigen können. Ich bin nur froh, dass ich erklären konnte, wie abwegig diese Beschuldigungen waren. Ich kriege nie genug davon, die Pläne der Laskaner zu vereiteln. Ich danke euch für eure Hilfe. Nicht der Rede wert, und Lasken bloßzustellen war das Sahnehäubchen. Es wird eine Weile dauern, bis Lasken etwas Ähnliches sucht. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wie läuft's hier? Es geht. Es hat sich nicht viel getan. Die Orks töten sich immer noch gegenseitig. Wenn das so weitergeht, ist der neue Anführer am Ende der einzig Überlebende. Ah, ja, das ist doch toll. Habt ihr etwas zu tun für mich? Dank euch muss ich nichts weiter tun, als die Mauern zu bauen. Und damit kommen meine Graumäntel alleine klar. Arbeit formt den Charakter. Wir werden eckig und steinhart, weißt du? Leb wohl. Cathriona, hallo. Wieder zurück? Jo. Bleibt ihr und helft den Graumänteln? Es wird Zeit für mich, etwas zu finden, das mich mehr fordert. Diese Orks waren zäh, aber... Also, ich glaube, ich brauche einen Tapetenwechsel. Vielleicht gibt es einen Adligen in Niewinter, der eine weitere Klinge an seiner Seite braucht. Nein, ich meine, kommt und arbeitet für mich. Ich könnte jemanden bei euch gebrauchen. Und jemanden, der mir Cathobir vom Hals hält. Wenn man bedenkt, was ihr hier draußen getan habt, habt ihr sicher etwas Interessantes für mich zu tun. In Ordnung. Ich brauche noch einen Wasserträger. Ihr habt einen neuen Sergeanten. Wuhu, wir sehen uns auf der Kreuzwegfeste, mein Herzchen. Hier, aber ich stoße an der Kreuzwegfeste zu euch. Okay, gut. Damit will sie erklären, dass sie nicht sofort aufbricht. Wir könnten Pentin jetzt mitnehmen als Abgeordneten für Handel und Bergbau, aber wir haben in Letzthafen ja die eine, die ihren Partner verloren hat. Zu dem tendiere ich mehr. Dann kann der Ork nämlich hier weiter handeln. Das ist, fände ich schöner. Ja, und wieder einmal verabschieden wir uns hier am Eulenbrunnen bei Leuten, die nicht die Luftgitarre schwingen, sondern den Lufthammer. Und die Luft zurechtklopfen, das muss es ja auch geben, ja? Man kann nicht alles haben. Ja, ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder in Letzthafen, denke ich mal. Denn dort werden wir weitere Gefolgsleute aufgabeln, vielleicht zwischendurch eine Kreuzwegfeste vorbeigucken.
um dem Meister, ich weiß nicht, wie er nochmal heißt, weitere Aufträge zu geben, bis wir kein Geld mehr haben. Das wird bald der Fall sein. Da müssen wir ein neues verdienen und selber spenden. Es sei denn, durch den Handel kommt etwas rein. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werden wir ein bisschen an der Kreuzwegfeste rumdoktern, bevor wir uns zur Ruine begeben. Bis dahin also ein schönes Wochenende. Erholt euch gut. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zugucken.